Was geht, liebe Leute? Willkommen heute zu einem ultra heftigen, geilen Troll-Level aus Mario Maker 2. Also ich bin ganz ehrlich, ich glaube, dieses Level wird mich in die Knie zwingen. Ich bin gespannt, wie oft ich verarscht werde. Und wir sind kurz vor den 100.000 Abonnenten, Leute. Endlich habe ich es geschafft. Da kommt auch noch was Kleines als Special auf euch zu. Ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an. Los geht's. Viel Spaß. So, mir wurde das öfter geschickt, dieses Level Jedi Wars. Also es ist ein Star Wars Level, wohl The Trolls Awaken. Das ist wohl ein Troll-Level, keinesgleichen mit 0,41%. Ich würde sagen, los geht's. Ich kenne das Level nicht, keine Ahnung, was mich erwartet. Ich habe nur gelesen, das soll mich auf so vielen Ebenen verarschen. So, Eiszapfen, die mich gleich versuchen zu töten. Moment mal, fallen die hinter das Schild? Die fallen hinter das Schild? Moment mal, bevor es hier losgeht. Seht ihr das? Die fallen hinter das Schild, aber können mich trotzdem treffen. Ist das jetzt ein Spielfehler, ein Grafikbug? Keine Ahnung, egal, ich muss hier weg. Darauf. Okay, scheiße, die Maus. Warte mal, die Maus kann auch, also diese kleinen Hopsmäuse, können die Schalter aktivieren? Oh, ich bin überhaupt noch nicht warm mit diesem 3D-World-Kram. Okay, rein da. Einfach aufspringen. Easy. So, was passiert hier? Da ist wieder so eine Hopsmaus. Hä? Können die Schalter aktivieren? Nee, guck mal. Habt ihr das gesehen? Das war fake. Sie kann keine Schalter aktivieren. Oh Mann, ey. Das ist, Level ist schon wieder komplette Verarsche. Irgendwo ist oben ein Swamp oder so, der das die ganze Zeit macht. Guck dir das an. Zack. Das ist fake. Fake. Hier aber. Ah! Mann, irgendwo sind Swamps oben in der Decke, die irgendwann die Schalter aktivieren. Und deswegen muss man predikten, wann ist einer da, wann nicht. So, hier ist irgendwo einer. Keine Ahnung wo. So, hier gleich rüber. Und dann. Hä? Boah! Okay. Oh nein, nein. Ja, nein. Das war klar. Oh, es geht wieder gut los. Ich bin so gehypt, Leute. Ich freue mich richtig auf das Level irgendwie. Ich liebe diese Troll-Level, ey. Bis jetzt ist ja eigentlich straightforward. Okay, das hier ist fake. Man wird mehr verarscht, als es eigentlich, als da überhaupt eine Gefahr ist. Es ist eigentlich gar nicht gefährlich, das Level. So, da oben ist ein Swamp. Seht ihr es? Die meine ich nämlich. Die sind irgendwo versteckt. Und wenn ich jetzt nämlich über diese Schwelle gehe, dann wird er den Schalter aktivieren. Und deswegen lande ich gleich auf dem blauen. Ist das vielleicht ein Swamp, der seitwärts geht oder so? Das könnte die Lösung sein. Okay. Geht der nicht? Hä? Hä? Auf einmal geht der doch. Ey, das sind Troll... Ich kann nicht mehr reden, oh Gott. Das sind Troll-Levels, wenn manchmal was geht und manchmal nicht. Wisst ihr noch, diese eine Folge mit den Fischgräten, die auf einmal die ganze Zeit nicht getroffen haben und davor nicht? Sowas meine ich. Au, bin ich dumm. Boah, ich muss da oben gegenspringen, dass der funktioniert. Moment mal, und jetzt? Ah, okay. Das Auto brauche ich doch bestimmt. Oh, ich brauche das Auto wirklich. Digga, wie soll ich denn jetzt so schnell mit dem fahren? Wann kommt da mal ein Checkpoint? Jetzt mal ohne Scheiß. Das kommt mir schon fast wie ein Kaizo-Level vor irgendwie. Oh, hä? Auf einmal funktioniert der nicht mehr oder was? Kindergarten-Level. Jetzt mache ich sie. Zack. Nein, das ist mein Auto. Hä? 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 Oh Gott. Oh Gott, ey. Oh Gott, ich werde so verarscht. Oh, es geht manchmal und manchmal geht's nicht. Nein. Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Hä? Oh nein, oh nein! Oh, ich kann diese Steuerung noch nicht so. Wie springt das? Und ach, scheiße, Mann. Diese Maus da drüben ist der größte Fake. Noch nie so ein Fake gesehen wie diese Maus da drüben, ey. Schön auslösen. Okay, jetzt Seitenwechsel. Spring. Oh! Nein! Oh nein, das ist ja so ärgerlich. Dahinter erwarte ich aber einen Checkpoint, sonst ist hier wirklich... Ich weiß nicht, wie ich das sonst schaffen soll, dieses Level. Das wird mich, ey, ich sag euch, das wird mich in die Knie zwingen, das Level. Ah, wieso? Wieso manchmal und manchmal nicht? Ah, Mann, mein Gehirn. Leute, mein Gehirn setzt schon aus. Das ist kein Witz. Also, ich denke gar nicht mehr nach. Ich spiele einfach nur noch. Wenn man in diesem Modus verfällt, das ist so, als wenn ihr in der Schule... Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas abschreibt, einen Text, aber gar nicht versteht oder lest? Ihr lest einen Text, aber ihr versteht den Inhalt nicht. Sondern ihr lest nur die Wörter so dumm. So ist es gerade mir. Ich spiele, aber ich denke nicht mit. Ich denke einfach nicht mit. Ich bin mir so sicher, dass das Level noch richtig lang ist. Ich bin noch am Start. Ich habe ja nicht mal einen Checkpoint. Ich bin nichts. Ich bin eine Made. Oh Gott, das wird wieder so erbärmlich, Leute. Es tut mir leid, dass ich mich wieder so dumm anstelle. Oh, ich war drauf. Nein. Das ist ja so traurig wie nichts anderes. Dieser scheiß Postbote hat mich auseinandergenommen. Jetzt aber, jetzt springe ich ab. Jetzt springe ich pünktlich ab. Und zwar hier. Ja. Oh Gott. Leute, ich hab's geschafft, aber seht ihr die Komplikation? Es ist ein Troll-Level. Rechts haben wir einen Schalter. Seht ihr das? So war der Ausgang. Ist da irgendwo ein Swamp, der am Ende noch das ändert? Also er will ja, dass ich jetzt sehe und den Schalter so lasse. Aber ich glaube, ich muss den so machen. Es ist genau reverse. Oh nein. Nein, ich gehe so auf Eier. Was? Was passiert hier? Bin ich sicher? Ich bin sicher. Ich hab's geschafft. Aber ahnt ihr den Schalter da? Der links neben mir hier? Der ist dafür da. Er hätte nämlich die Stacheln raus. Ich muss schnell... Leute, das war einfach Glück. Okay. Checkpoint!
Ja, Digga. Nein. Ja, ist egal. Egal, Checkpoint, Checkpoint. Leute. Oh, ey, das am Ende, das hat mir richtig, ey, das war so ein... Oh, was? Was? Lass mich rein da. Nein! Ja! Nein! Was für ein Plot-Twist. Ich schmeiß den rein. Fehler von mir, weil ich dann nicht mehr rauskomme hier. Ich brauche was zum Raufstellen. Und dann haut der Swamp den wieder rein. Und ich schmeiß den aber gleich wieder in zu dem Eistapfen. Ey, was war das? Was war das für eine Scheiße gerade? So, warte, kann ich den vielleicht auslösen oder so? Ich kann den mitnehmen. Nein, nein! Ja, egal, jetzt muss ich umbringen. Der Eistapfen ist auch dafür da, glaube ich. Den kann ich... Scheiße, was war das, ey? Oh, lustig, 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 lustig. Oh, Mann. P-Switch? Oh Gott, Alter, was passiert da? Von überall kommen die Swamps auf mich rauf. Wo muss ich hin? Hinter denen? Hier? Ja, easy. Okay, gehen wir da längs. Okay, was passiert hier? Da oben rauf ist doch safe fake. Boah, geil. Ah, jetzt kann ich das nutzen zum Wendelaufen. Das finde ich so geil bei Mario 3D World. Richtig geil. Ihr wisst Bescheid, Leute. Diese. Also normalerweise sind die Coins hier gut. Also bis jetzt haben sie mir nur den guten Weg gezeigt. Aber ich weiß, dass die wollen, dass ich jetzt hier so diesen Dive mache. Aber Leute, ich bin mir sicher, diese Coins. Kann man den abbrechen, den Dive? Aber wie? Wie kann ich den abbrechen, den Dive? Das weiß kein Mensch, ne? Oder? Weiß das jemand? Kann ich den abbrechen? Ich habe Angst, falls da jetzt was kommt oder so. Egal, rein da. Rein da! Ich hab's geschafft, Leute. Wisst ihr, Alter, wie weit kann der denn die Wände hochlaufen? Guck mal, hätte ich diese Blume nämlich eingesammelt, könnte ich die Wände nicht mehr hochlaufen. Und ihr wisst, dass ich das muss. Und auch die Bäume. Nein! Oh nein! Hat er mich getrollt. Er hat in dem Baum oben diese scheiß Feuerblume versteckt. Jetzt kann ich die Wände nicht mehr hochlaufen. Jetzt kann ich's vergessen. Ja, moin. Gute Nacht. Oh, jetzt wieder alles. Oh Mann. So, komm doch her, du kleiner Thwompy-Bompy. So, hier. Bleiben wir mal sitzen. Hoch. Alter, wie weit kann er die Wände hochlaufen? Das ist ja nicht mehr normal. Nein, ich bin so dumm. Genau das ist passiert, was ich eben noch so versucht habe zu analysieren für euch, so ein Schwachsinn. Okay, es hat keinen Sinn. Nein, nein! Oh Mann! Oh, die sind auch so böse, diese Thwomps, Alter. Warum? Also, warum sind die so böse? Wo kommen die überhaupt her? Wie sind die so geworden? Was sind das überhaupt für Wesen? Egal. Wisst ihr die Logik hinter Mario und davor, Leute, aber einfach fucking Steine so. Weiß ich auch nicht, was das sein soll. Also, wie kommt das zustande? Ich muss es. Boah, wie knapp. Nein, 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 ich bin doch so dumm. Also, wie dumm. Nein, ich bin doch. Oh, wie kann man denn so dumm sein? Also es war ja so dumm, also ich habe doch... Oh nein, oh Gott. Wie kann man denn so dumm sein? So von der Wand noch abzuspringen, in die Feuerblume, so genau da rein. So ein Schwachsinn, Mann. Yeah! Komm. Nein! Oh Mann! Oh Gott! Mach doch keinen Spawn direkt, wo jemand mich töten will. Aber ich bin echt schon ein paar guten Trolls ausgewichen. So, das mit dem Schalter und mit der Glasröhre und so, das ist... Da kommt langsam Erfahrung rein hier in die Troll-Levels. Oh, der war gut. Ja, der war gut. Kann man das so schon hoch? Nee, kann man nicht. Oh nein. Ja, so, geil. Geil. Oh, so wird's gemacht. Okay, Moment mal. Was passiert da unten? Kann ich die Kamera nochmal nach unten machen oder so? Yep, yep, yep. Oh, oh, oh. Oh, okay, ich muss eine Kiste darauf schmeißen, damit ich in die Tür komme. Wenn die Tür nicht fake ist. Wie nimmt man denn Kisten? Muss man darauf achten. Ich glaube, ich mache die Kisten kaputt so. Aber ich würde es gerne testen. Wenn ich jetzt nämlich den Knopf drücken will zum Nehmen, hau ich die, glaube ich, kaputt. So. Geil. Und jetzt mache ich die kaputt vielleicht? Runter da, runter. Oh Gott, so eine Zitterpartie. Bitte gib mir einen Checkpoint oder so. Was? Oh. Der Swamp hat mich gerettet. Alter, muss ich da jetzt schnell sein? Ah, warte mal, ich glaube... Bruh. Nein, nein! Wie dumm, ey. Ich kann als Katze an diesen Gittern, glaube ich. Oh, jetzt alles von vorne, alles von vorne. Alles, 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 alles. Wow. Das wird wieder eine XXL Rage Edition. Sonst, nein, oh nein, jetzt kommt der... Ich kann nichts mehr. Ich muss es schaffen, ich muss es beenden. Das ist mein absolutes Ziel. Egal, was passiert, ich muss dieses Level beenden. Speed. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Kann ich die Kisten kaputt machen? Ich will es gar nicht austesten. Da rettet mich der Thwomp. Komme ich da so rauf? See you next time. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Abbrechen, abbrechen, Mann. Ey, diese Dash-Kacke mit diesem Katzen-Kostüm-Scheiß. Oh Mann, die kann ich nicht. Die kann ich bin ehrlich, das kann ich nicht. Ich kann nicht. Kann man das abbrechen, Leute? Ihr wisst es bestimmt. Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt alles in die Kommentare. Schreibt zu jeder Scheiße irgendwas in die Kommentare. Oh. Das ist die Definition von Wahnsinn. Also wirklich, ich glaube, das ist wirklich die Definition von Wahnsinn. Die hat Einstein mal festgelegt, glaube ich, als wenn man immer dasselbe macht, aber was anderes erwartet. Die Definition von Wahnsinn. Und genau das ist es hier, das ist Wahnsinn. Ducken, springen, halten. Unten nach rechts, springen, halten. Springen, klettern. Und jetzt werde ich es tun. Wenn der Schlüssel da drin ist, ein Stern, ein Stern, ein Stern. Für den Geist. Der Geist hat den Schlüssel.
Geist! Nein! Der Geist! Mann, diese dumme Katzenscheiße! Nein! Ich war noch nie so. Man muss sich das merken, dass man dennoch direkt die Wand hochkrabbelt, sonst fällt so. Also wie? Ah, Mann, ey, auf wie vielen Ebenen ist das getrollt? Schaff ich nicht. Ich wusste das. Ich weiß es schon. Ich weiß schon. Ich spür's. Ich glaube, noch nie ein Troll-Level hat mich so oft und krass verarscht wie das hier. Das ist echt krank. Diese Katzen. Ey, ich bin auch überhaupt kein Fan mehr von diesem Katzenanzug, bin ich ehrlich zu euch. Ja, geil. Komm, mach den Schalter. Ach, komm, genial. Ach, komm. Lass mich rüber. Ey, ich hasse diese Katzenscheiße langsam. Aber wirklich. Komm, Mann. Wenn ich es jetzt schaffe, lasse ich die Cappy die ganze Folge so abbrechen. Oh Mann, ey, ich habe am Anfang in dem Intro schon gesagt, dass es mich höchstwahrscheinlich in die Knie zwingen wird. Aber ich will es schaffen für euch. Die Aufnahme ist schon über eine halbe Stunde. Ist doch ein Witz, ey. Och, das ist ein Witz. Das ist einfach ein Witz. Das ist ein Witz, der könnte sein. Ja, Mann, ey, geil. Jetzt schaffe ich's. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich hasse diesen Katzenanzug so doll. Kann man das irgendwie abbrechen? Ja, okay. Nein! Ich kann diese Musik auch nicht mehr hören. Ich kann die Musik nicht mehr ab. Oh Leute, ich habe noch nie so oft versagt. Die Musik nervt auch gerade. Immer wieder das Gleiche, ey. Oh, das ist auch so fröhlich. Oder das ist überhaupt nicht fröhlich, das Level. Wie denn? Wie soll ich das abbrechen? Wie denn? Oh Mann. Dieser Sprung, das ist mein fucking Ernst gerade. Ich drehe wirklich durch. Also das ist wirklich mal voller Ernst gerade. Ich bin einfach dumm. Dumm bin ich. Ah, nee, komm, brech ab den Mist hier. Brech ab den Mist hier, wirklich. Das hat keinen Sinn. Das hat einfach keinen Sinn. Ich bin zu dumm. Ich bin einfach zu schlecht für sowas. Ah, ja, oh, die Feuerblume. Oh, 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 ist das lustig. Sie hat mich getroffen. Jetzt sterbe ich. Kann alles von vorne machen. Was muss ich denn hier für Sprünge machen? Wie denn? Wie denn? Jetzt mal ohne Scheiß. Bitte, Mario Gott, wenn es dich gibt, sag mir wie. Ich kann nicht mehr. Ich bin nass geschwitzt von oben bis unten. Obwohl es so leicht ist eigentlich. Es ist nicht schwer. Ich muss... Doch, es ist schwer. Es ist einfach eklig. Dieser Katzen-Dive-Piss-Sprung. Wie denn? Wie? Digga. Oh Mann, dieser Scheißsprung. Oh, ich wurde noch nie so oft besiegt. Da reicht nicht, aber was soll ich denn machen? Was soll ich machen? Bitte, kann mir einer bitte ganz schnell. Sag mir bitte, was soll ich machen? Jetzt aber! Reicht nicht. Feuerblume. Hahaha, ja, ich bin tot. Lustig. Alter, komm, machen wir einen lustigen Sound hin. Damit er auch ja 2 Milliarden Mal diesen lustigen Sound hört, wenn er stirbt. Oh ja, zack, werd ich. Ja, haha. Ich kann nicht mehr, Leute. Ich breche wirklich zusammen hier. Das ist die ich bin noch nie so oft zusammengebrochen bei einer Folge. Au, wie denn? Was soll ich denn machen? Was soll ich bitte? Ich kann nicht mehr. Wirklich jetzt. Ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht mehr jetzt. Wirklich, jetzt ist der Punkt gekommen. Ich kann nicht mehr. So. So wird es gehen. So mache ich es jetzt immer. Ich schaff's jetzt immer. Versprochen. Wie diese Katzenscheiße halte ich doch nicht an jeder Pisswand fest. Jetzt halte ich auch mal fest, du Scheiße. Das dreh ich gleich durch hier, Leute. Ich will nicht ausrasten vor euch. So doll ausrasten, sodass ich wirklich sauer werde. So, jetzt den Stern und jetzt diesen Scheißgeist. Ich habe jetzt schon Angst vor dem. Runter da. Nee, mit mir nicht. Okay, jetzt rechts, links. Halte ich doch fest. Und jetzt? Oh, gib mir doch einen Checkpoint. Ich kann nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Oh, schnell, Damage Boost. Oh, nee, ist egal. Ich will da hoch. Oh, was? Gib mir einen Checkpoint. Bitte, gib mir einen Checkpoint. Ich kann das nicht mehr. Was passiert hier? Hier rauf? Bitte, no, Münzen, okay. Was passiert hier? Hä, was? Checkpoint. Ich glaube wirklich, ich kann das Level jetzt schaffen. Diese eklige Stelle ist weg. Jetzt kann ich es schaffen. Jetzt schaffe ich es für euch. Jetzt versuche ich auch nicht mehr so oft zu sterben. Rüber da. Nein, gib mir den Pilz, den brauche ich doch, ja, geil. Ich schaff's, Leute, jetzt schaff ich's. Ich hab wieder ein bisschen Hoffnung und Mut gefasst und fühle mich jetzt gut. Das ist doch ein süßes Level. Ist gar nicht so schlimm. Es war nur meine eigene Dummheit. Gib doch den Scheiß her. Ich muss erstmal springen, toll, ey. Ich warte, bis der Pilz kommt. Oh, jetzt, ich hab wieder gute Laune, Leute, ich hab wieder bessere Laune, geil. Ey, ich freue mich richtig. Richtig Glücksgefühle, wenn man ein Stückchen wieder geschafft hat jetzt. So, häng ich schon mal wie ein Irrer, damit auch ja, der Pilz kommt. Zack, das war alles Kindergarten. Und jetzt kann ich da schon so rein? Ja, Moment mal, muss ich da rein? Lande ich denn auf den Stacheln? Ist da irgendwo ein Thwomp? Ist das überhaupt der? Was? Hier ist zu. Oh ja, jetzt hat er mich wieder geprankt. Was ist jetzt? Kann ich nicht irgendwie sterben? Ah, hier kann ich sterben. Oh mein Gott, ich muss jetzt... Wie viele Blöcke waren da? 20 oder so? Gefühlt, jetzt muss ich jedes Mal wieder so, damit ein Block kaputt geht. 2 Blöcke, okay. Oh. Ich kann ja auch nicht resetten, denn ist alles von vorne. Ich muss jetzt zum Checkpoint. Ich muss mich also umbringen. Ich kann nicht einfach Start drücken und dann Neustart. Dann startet das ganze Level neu. Das geht ja nicht. Oh Gott, wie eklig. Oh, Zeitschinderei, Leute. Aber das macht ein Troll-Level aus. Das ist ein schöner Troll. Das hat mir meine Lebenszeit gerade raubt. Aber da kommt einfach so eine Kanone runter und so ein Gefängnistor, was einfach zugeht. Wie geil. Oh, ich kann es sogar schaffen, ohne getroffen zu werden. Hä? Das ist doch locker ein Thwomp, oder? Nee.
Bitte? Jetzt die Frage, brauche ich das? Ey, ich nehme jetzt einfach mal Dings weg, vielleicht kann ich dann besser longjumpen. Ja, tatsächlich, ich kann besser longjumpen. Oh Gott, was passiert denn da jetzt? Was passiert denn da? Oh Gott. Ich muss das Level schaffen. Ich kann mit dem Pilz hier theoretisch durch, aber ich werde lieber getroffen. Es macht mehr Sinn. Okay, stirb. Was passiert jetzt hier? Was ist denn hier? Muss ich es auslösen? Schlüssel. Nehme ich die Shell mit oder nicht? Ich nehme sie mit. Oh! Das Schlimmste ist passiert. Wie dumm. Also wie blöd. Oh, jetzt mal ohne Scheiß. Ey, ich war noch nie so dumm. Oh, ich bin so ein Idiot. Alter, wie... Ich bin auch echt schlecht. Also, ihr braucht nicht denken, hier, weil ich das immer auf YouTube mache, bin ich gut. Ich bin so schlecht in Mario. Komm, komm! Schlüssel? Nein, 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 nein! Ich glaube, ich brauche die Cooper Shell. Die Cooper Shell bestimmt. Oh Mann, ich will das so gern schaffen, dieses Level. Oh, jetzt muss ich gleich aufpassen. Aufpassen. So wird's gemacht. Und jetzt pass auf, dass ich nicht da reinfall, wie eben. Jetzt gehe ich nämlich in die Röhre. Da ist irgendwas passiert gerade. Ja, im Normalfall Cooper Shell reinhauen. Cooper Shell reinhauen. Und dann wird er mir den Schlüssel einsammeln. Oh, was? Wo kriege ich denn Schlüssel her? Da habe ich aber gut erwischt, ey. Oh Gott, ey. Er weiß, dass jeder normale Mensch denkt, dass er dann den Schlüssel einsammelt. Ach Gott. Was passiert eigentlich, wenn ich das selber nehme? Boah, der Thwomp ist zerbröselt. Den kann man zerquetschen, töten, so also mit so einem Ding. Alter, krass. Da wurde der Thwomp also gekillt von seiner eigenen Waffe, von diesem Zerquetschen. Was passiert denn hier? Ich höre irgendwas explodieren die ganze Zeit. Das hat hier nicht funktioniert. Selber rein kann ich nicht. Ich kann hier nichts machen. Ich brauche einen Schlüssel. Wohin? War da was? Hä? Wie geht denn das, dass man sowas bauen kann? Dass ab und zu ein Schlüssel kommt, manchmal nicht. Jetzt kam einfach random ein Schlüssel zu mir. So, Cooper. Er kommt zurück, er kommt zurück, er kommt zurück. Oh Gott, nein, den nehme ich mir mit, den nehme ich mir mit. Ich denke nämlich mit. Oh Gott, Leute, was soll ich machen? Soll ich ihn reinwerfen? Nee, ich gehe mit dem durch. Da muss doch irgendwo... Oh, ich weiß nicht, was ich machen soll. Es war so klar... Oh... Oh, es war so klar. Ich muss damit durchlaufen. Es stimmte, was ich dachte. Irgendwo war ein Thwomp. Ich weiß, dass die irgendwo immer Thwomps out of map verstecken. Jetzt habe ich den Lauf. Mir kann keiner was. Ah! Oh mein Gott. Schon wieder den gleichen Fehler. Ich habe schon wieder rumgealbert, es nicht mehr ernst genommen und schon wieder verkackt. Ah, man kann mich auch nicht mehr ernst nehmen hier, ey. Aber wenn die ganze Mühe mich nicht über 100.000 Abos jetzt bringt, dann weiß ich auch nicht mehr, was mich über 100.000 Abos bringen soll. Diesmal verkacke ich es nicht. Nein, ich gehe jetzt nämlich nach rechts. Mhm. Jetzt wieder rein? Also, wieso kriege ich denn jetzt den Schlüssel nicht? Wieso kriege ich denn, wenn ich jetzt nochmal rausgehe, wieso kriege ich dann den Schlüssel? Hä? Hä? Das macht keinen Sinn. Das macht einfach null Sinn. Oh, fast wäre ich in die Glasröhre, dann wäre ich ausgerastet vor Wut. Oh! Nein! 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 Oh, was ist das? Das ist doch alles so dumm. Ich kann das nicht mehr, ey. Ich will abbrechen. Aber wer weiß, vielleicht bin ich ja wirklich kurz vom Ziel. Mann, das ist doch Quatsch. Das ist richtiger Schwachsinn. Auf einmal klappt alles. Es klappt nichts mehr, Leute. Ich kann nicht mehr, wirklich. Das ist mein Ende. Das ist das Ende von Theo. Versagt bei diesem Level. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ey, ich kann auch nicht mehr, Leute. Ich wirklich jetzt. Das ist mein Ernst. Ich brech zusammen. Oh, ich will aufgeben. Ich will so gern aufgeben. Oh Gott, ich will so gern aufgeben. Ihr wisst gar nicht, wie gern ich aufgeben will. Ich schaff's nicht. Ich bin zu schlecht, Leute. Ich bin heute einfach zu schlecht. Es tut mir leid. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Obwohl ich mich gedreht habe, der Panzer hat mich getroffen. Weil ich einfach keine Ahnung mehr habe. Warum? Diese Scheißlevel, Mann. Erstmal kommt dieser Katzendive-Dreck. Oh, dann kommt das hier. Dann kommt das hier. Wie oft noch? Oh ja, komm. Ey, ich bin so nass geschwitzt. Das gibt's nicht mehr. Leute, ich kann nichts machen. Ich bin einfach so blöd. Nein, nein. Er hat mich, ey, ich hätte beinahe wieder den Fehler gemacht. Oh mein Gott, ich denke auch nicht voraus. Ich muss ein bisschen vorausdenken. Genau, zurück. Denk ein bisschen mit wieder. Ich muss ein bisschen mitdenken. Mitdenken. Zack, Schlüssel rein. Keine Fehler machen. Fehler gibt's jetzt nicht mehr. So, jetzt gehe ich da rein. Jetzt kommt das mit dem Panzer, der mich nicht trifft. Ich treffe nämlich ihn. Nimm ihn mit. Den brauche ich jetzt als Schutzschild nämlich. Mhm, so läuft das hier. Bitte Checkpoint oder bitte irgendwas, das Ziel oder so, bitte. Was? Was ist das? Was passiert hier? Ich kann nicht mehr. Also wirklich, guckt euch diese Zahl an.
34 Minuten. Nur die Ingame-Zeit, die Aufnahme da unten, das steht schon über eine Stunde. Das hat mich fertig gemacht, das Level. Also wirklich, das hat mich bis ans Letzte, ich kann nicht mehr. Daumen nach oben, abonniert für diese ganze Scheiße hier. Wirklich, Leute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, tschüss. Euer Theodore.